Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Steigt Silber nächste Woche auf 26 Dollar? Ein Disclaimer. Dieser Chartanalyst zeigt, dass Silber am Freitag ein Tief bei 22 Dollar 11 gesetzt hat und sieht jetzt einen schnellen Anstieg auf 26, gefolgt von Volatilität zwischen 23 bis 26 Dollar bis zum 24. Juli mit steigender Tendenz und Ende Juli dann der Ausbruch über die 26 Dollar. Zu sehen ist eine Tasse mit Henkel als auch eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Auch die Saisonalität weist auf den Tiefpunkt von Silber Ende Juni und einer steigenden Phase bis Ende Februar 2024 hin, sodass wir tatsächlich kurz vor uns Ausbruch befinden könnten. Ja, es ist so, die statistisch gesehen hat Ende Juni ist ein Tiefpunkt für die Saisonalität von Silber. Und genau von diesem Punkt aus bis Februar läuft dann sozusagen steigende Notierung bei Silber. Und das könnte einhergehen mit der Silberrallye, die uns, ja, wie dieser Statist meint, jetzt vielleicht kurzfristig schnell auf 26 Dollar geht. Wir glauben ja erstmal, dass die 32 Dollar ab irgendeinem Punkt erreicht werden, dann gibt es eine Korrektur und dann den weiteren Anstieg bis ins Q1 auf 42 Dollar. Wie gesagt, wir bringen hier die verschiedenen Meinungen der Statisten rüber, um einfach auch, so wie wir jetzt von einem, sage ich mal, Schlag nach unten überrascht wurden, dann können wir genauso gut von einem Schlag nach oben bei Silber überrascht werden. Und das ist dann das Problem für die Goldaktien, dass dann schon diese Penny-Goldaktien schon erheblich reagiert haben könnten. Und jetzt, sage ich mal, in dieser Krise, also des Rückgang des Silberpreises, sehen wir, dass viele Penny-Goldaktien gar nicht mitfallen, irgendwie überproportional, wie sie sonst tun. Das ist ein Zeichen für eine Bodenbildung und ist gleichzeitig auch ein Zeichen, dass es mit den darunterliegenden Rohstoffen, also sprich Silber und Gold, in den nächsten Monaten aufwärts gehen. Also irgendwelche Insider erwarten auch diesbezüglich steigende Notierungen. Ja, hier ist ein Goldprojektgenerator aus Ontario und Nevada. Die haben also, wie Sie auch auf der Karte sehen, zwei Grundstücke. Das Thunder Cloud-Gebiet in Ontario, Kanada, und das Golden Repeat-Gebiet in Nevada. Das Thunder Cloud-Gebiet umfasst 2250 Hektar und befindet sich, wie gesagt, in Ontario. In der Nähe gibt es eine Stadt Dryden mit hervorragender Infrastruktur, die für Bergbaubetrieb erforderlich sind. In der Nähe dieser Region gibt es viele klassische Minen, das Rainy River Mine von New Gold, 4,6 Millionen Unzen Gold und 18,7 Millionen Unzen hat die. Dann das Red Lake Gold Mine von Evolution Mining, 9,25 Millionen Unzen Gold. Und dann ja auch noch nicht zuletzt das Unternehmen von Keith Neumeyer, die Lagerstätte Springhole von First Mining, wo 4,9 Millionen Unzen nachgewiesen sind. Es gibt halt historische Arbeiten. Das sage ich mal, hier sehen Sie das auf 1,72 Gramm pro Tonne Gold auf 113 Meter. Und auch hochgradiges Gold, teilweise hier 9,34 Meter, 7,91 Gramm und 37 Gramm pro Tonne Gold, also hochgradiges Gold ist da auch. Dann haben Sie noch das Golden Repeat-Projekt in Nevada und das Grundstück befindet sich in der Nähe des Nordhahn, am Nordhahn des Midas Through, entlang des Carlin Trends, ein berühmter Faltengraben sozusagen innerhalb des Northern Nevada Rift. Ähnlichkeit mit den Goldgrundstücken im bekannten Minas Gold Camp weist das Ganze auf. Die Midas Mine der Hecla Mining Company liegt 18 Kilometer südöstlich des Grundstücks. Insgesamt gab es auch, das sind hier als News gekennzeichnet, hier wurden im Unternehmen auf 73,5 Meter Durchschnittsgehalte von 8,42 Gramm pro Tonne Gold gefunden, wobei sogar 6,5 Meter 72,2 Gramm pro Tonne Gold erhalten. Das bezieht sich aber auf das Thunder Cloud-Gebiet. Ja, also sehr gute Bohrergebnisse gemacht, sehr gute Rechtsjurisdiction in der Nähe wirklich hochgradiger Minen.
Gut aus möglich, dass das eben teilweise diesen Chartanstieg jetzt schon reflektiert. Sie müssen ja wissen, wir haben aktuell sehr schlechte Stimmung am Gold- und Silbermarkt. Trotzdem gibt es eben, und das möchte ich Ihnen aufzeigen, Minenunternehmen, weil sie eben attraktive Gebiete haben, weil die Investoren da hohes Potenzial gibt, die trotzdem stark ausbrechen. Und stellen Sie sich eben dieselbe Aktie einfach vor, in einem Goldboom, wo die dann bewertet ist. Das ist dann gar nicht auszudenken. Ja, also denke ich mal, ein großartiges Unternehmen, sich mal anzuschauen. 1A Rechtsgebiet, hochgradiges Gold, gute Infrastruktur, in der Nähe großer etablierter Minen. Und auch eine relativ niedrige oder winzige Marktkapitalisierung irgendwo, ich glaube, es waren 12 Millionen oder 14 Millionen Dollar. Also Unternehmen anzugucken, wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, was für interessante Werte es da draußen gibt. Ja, also nochmal eine generelle Aussage zu Gold. Wir nehmen ja an, dass Gold analog der 1970er Jahre sich bewegt. Also damals ist es von 200 Dollar innerhalb von einem guten Jahr auf 850 Dollar gestiegen. Das glauben wir, das ist, dass jetzt mit einer Null dasselbe passiert. Zumindest theoretisch wäre das möglich, eigentlich sogar höher, weil die gedruckten Geldmassen etc. viel, viel höher sind. Ja, und wenn Sie sich hier, sage ich mal, das Verhalten der 1970er Jahre ansehen, bevor dieser große Anstieg kam, sehen Sie, dass es da eine starke Korrektur gab. Und das Gefühl habe ich schon, dass wir jetzt vor einem ziemlichen Ausstieg stehen und die Leute, sage ich mal, nochmal hier rausgeschmissen werden sollen, dass sie eben nicht bei diesem Anstieg mit beisehen. So machen die das üblicherweise. Also auch das ist die aktuelle Druckmasse, auch das ist ein Indiz dafür, dass es möglicherweise jetzt, so wie wir es ja auch Anfang dieser Chartist sieht, auch die Saisonalität stimmt, dass es jetzt ziemlich stark nach oben geht. Und glauben wir, dass es jetzt im einen Rutsch auf 8.500 Dollar hochgeht im guten Jahr? Eher nicht. Man wird da vermutlich eingreifen, aber man muss meines Erachtens dem Ganzen ein bisschen mehr Luft geben. Also man wird wahrscheinlich versuchen, Gold bei 2.300, 2.400 und Silber um die 50 dann zu stoppen. Aber dieser Weg dahin ist ein moderater Anstieg. Für Goldaktien fällt keinem weiter auf. Entschuldigung, für Gold und Silber ist das ein moderater Anstieg, wird kaum zur Kenntnis genommen. Aber es ist eben alles für Goldaktien, weil die sind total am Boden zerstört. Die Projekte beginnen sich überhaupt erst wieder aufzurichten. Das heißt, von wenigen Penny Stocks haben viele die Chance, in den Dollarbereich zu gehen. Und das ist ein überproportionaler Wertaufschlag. Das heißt, es erweckt die im Prinzip zum Leben. Und das hat man in einer späteren Phase des Goldaktienbullenmarktes nicht mehr, weil dann steigen sie nur noch, wenn überhaupt, proportional mit den Edelmetallen mit. Also es ist nur in der frühen Phase interessant. Und das ist auch der entscheidende Grund, warum Goldaktien jetzt interessant sind in der Frühphase und später dann nicht mehr so sehr. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ich hatte es schon gesagt, wir erwarten einen moderaten Anstieg von Gold und Silber, der kaum zur Notiz genommen wird, sprich eben 2.300. Gold vielleicht in den nächsten 6 bis 8 Monaten und irgendwo Silber 42 Dollar. Das kann eben dazu führen, dass diese Aktien reagiert, wie das hier diese Beispiele, hier zum Beispiel dieser kalifornische Kupfer-Gold-Silber-Projektgenerator ist damals jetzt, wenn der, von der Corona-Krise ein halbes Jahr später ist die Aktie hier von 2 Cent gestiegen auf 36 Cent. Genau dasselbe erhoffen wir uns im Grunde genommen auch, eben nicht zuletzt durch diesen Silberspike, der jetzt entstehen kann, so wie zum Beispiel eben auch 2010, wo dann Silber von 17 Dollar auf 50 Dollar gestiegen ist. Und das hatte eben diese Penny-Gold-Aktien auch damals alle dementsprechend teuer gemacht. Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich gedrückt, haben viele ein Vermögen verdient. Und genau die identische Situation, glauben wir, steht wiederum bevor. Ja, wir haben also immer noch eine absolut extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Hier auf der rechten Seite sehen Sie die Goldaktien als Anlageklasse verglichen mit Gold. Und dann sehen Sie, seit 1996 sind die Goldaktien im Bärenmarkt gegenüber Gold, haben jetzt eher den Bogen erreicht und Statisten meinen, dass es eruptionsartig ausbricht und dann vielleicht auch sogar übertreibt, ist denkbar. Gleichzeitig sind die sogenannten Explorations- und Junior-Goldaktien, das sind hier diese silbrigen gekennzeichnet, haben eine Bewertungslücke gegenüber den relativ
eingepreisten, sage ich mal, Majors, also sprich den Barracks, den Newmonts dieser Welt. Und Sie können im Jahr 2000 auch sehen, das war auch so eine Frühphase, wo Goldax interessant war, dass diese Unterbewertung ruckzuck abgebaut werden kann. Also diese beiden Effekte glauben wir, dass es insbesondere eben auf Junior-Goldaktien, Silberaktien überproportional wirkt und dass eben aus vielen Penny-Goldaktien Dollaraktien werden. Das sind zwei Argumente für steigende Goldaktienmutierung. Ja, wie hätte man sich 1970 im Goldaktienbullmarkt optimal verhalten? Im Grunde genommen, so wie gesagt, es ist nur der Blick aus der in die Vergangenheit, aus der jetzigen Sicht. Man hätte eigentlich nur Penny-Goldaktien kaufen müssen, selbst bei Rückgängen ständig nachkaufen müssen. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Das einfach durchhalten, diversifizieren, nachkaufen. Und ab irgendeinem Punkt kommt sie dann, Golderruption. Und wenn dann diese Anstiege kommen, geht das wie in diesem Beispiel, das allerdings hier von 2010, geht es ultraschnell. Dann können es eben von wenigen Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich, in dem Fall sogar auf $10 gehen. Und ja, das war damals so. Ich hatte Ihnen die Zahlen genannt. Nicht wenige Aktien haben sich verhundert, verzweihundert, verdreihundertfacht, ungeheuer. Und damals wäre es eben aus heutiger Sicht gesehen am klügsten gewesen. Man hätte dann seine Goldaktiengewinne dann klassisch investiert. Dann ist dieser Inflationsexzess raus aus dem Markt. Die ganze Aufmerksamkeit hat Gold und Goldaktien. Und dann ist der ideale Zeitpunkt zu verkaufen und die Assetklasse zu wechseln. Zum Beispiel das hier, das Beispiel, hätte man den Berkshire Hathaway. Können Sie auch vergleichen mit anderen Top-Aktien und Top-Fonds. Hätte man die damals gekauft, hätte man denn bis 1999 steigende Notierung auch gehabt. Und dann kommt man zu dieser unglaublichen Aussage, $50 in Goldaktien investiert, hätten dann bis mit Wechsel der Assetklasse langfristig, also von 1976 bis 1999, wo dann dieser Zyklus auch wieder zu Ende war, hätte man $1 Million gemacht. Man könnte es sogar noch weiter spinnen. Man könnte sagen, diese 1 Million Dollar hätten sie dann verkauft und hätten sie zum Beispiel in Gold gewechselt. Denn wenn aus diesen 1 Million Dollar bis zum heutigen Zeitpunkt, ja, Gold hat sich ja ungefähr versechsfacht von 1999, dann hätten sie jetzt sozusagen 6 Millionen Dollar aus $50 gemacht. Und das kann man dann ja jetzt genauso wieder reinvestieren. Klar, das ist. Wie gesagt, das ist der Blick aus der jetzigen Sicht auf die Vergangenheit. Das soll eben helfen, uns Anregungen und Gedankenstützen zu geben, wie es vielleicht in der Zukunft laufen könnte. Ereignis 2, Ereignis 3. Ja, es ist so, Goldaktien sind auch gleichzeitig meines Erachtens ein Krisenindikator. Wenn die steigen, gibt es einfach mehrere Bedrohungen, da muss man sich bewusst sein. Zum einen, die minenproduzierenden Länder könnten sich an den Minen und den Aktionären der Minen vergreifen durch extra Steuern oder Verstaatlichung. Und unser eigenes Bankensystem könnte auch unter Umständen Schwierigkeiten machen, sprich Ausgabegrenzen, sonst was, auch systemische Risiken sind denkbar. Das muss sich bewusst machen. Auf der anderen Seite, der Vorteil jetzt eben von Goldaktien ist, sie können zum einen davon leben, wirtschaftlich schwierige Zeiten überbrücken. Sie brauchen kein physisches Gold und Silber, also ihren Notfallschutz, verkaufen und überleben zu können. Und sie können mehr zum Beispiel Gold und Silber kaufen. Das sind meiner Meinung nach sehr viele Vorteile auf der anderen Seite. Irgendwann kommt dann dieser ökonomische Tiefpunkt. Diese Maximalwerte wurden ja berechnet von Mike Maloney und Egon von Greatz. Wann das kommt, werden wir sehen. Das sind dann $8.000 heutige Kaufkraft für Gold und 300 für Silber. Also Quintessenz der Gedankengang, wenn man diese Summen hört, man sollte dann in diesem Zeitpunkt so viel von dem Zeug wie möglich haben. Wie macht man mehr? Man investiert in Goldaktien, die dann um das 50- bis 100-fache mehr steigen als Gold und Silber. Das ist der Hintergedanke. Und das ist auch eine Realität. Ich meine, wenn man das timen kann, 2016 hatte ich einige Beispiele, werde ich vielleicht mal wieder bringen. Da ist dann Gold, ich weiß nicht, von 1050 oder 1000 auf irgendwie 1400 gestiegen oder weniger sogar.
Und was ein Anstieg von 30, 40% ist und einige Minen, das hat man nachgewiesen, war das jedenfalls so, dass die Minen 100 bis 120, 150 mal besser war als Gold. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Hebel drin sein kann, wenn sie niedrig sind. Und wir sind vergleichbar mit Minen absolut am Boden. Also wenn wir so eine Minenrallye erwischen, das hat schon eine enorme Bedeutung. Also das darf man nicht unterschätzen. Wie dem auch sei, wenn der ökonomische oder der Tiefpunkt erreicht wird, so nenne ich das, also wenn Gold die Maximalwerte hat, dann ist das maximale Votum der Welt und der Investoren. Die wollen dann alle nicht in die Wirtschaft investieren, sondern alle in Gold und Silber, weil sie natürlich ihr Vermögen erhalten wollen. Das wird es zu absurd hohen Höhen machen und dann kann es zu dem Phänomen eben auch kommen, wie Mike Maloney aufgezeigt, 1990 konnte man ein Haus für 500 Unzen Silber kaufen, einen Dow für eine Unze Gold. Nun glauben die Statisten, dass es im gewissen Sinne aufgrund der Geldmassen und der Schwierigkeit der Situation dazu führen kann, dass es sogar noch mal tiefer geht, also tiefer und brutaler als 1980, sprich man kriegt vielleicht für eine Unze Gold zwei Daus oder vier Daus. Und das würde dann für ein Haus vermutlich behaupten, man kann es dann vielleicht für 200 oder 250 Unzen Silber kriegen. Das sind natürlich absolute Extremzustände, aber solche Zeiten hat es gegeben. 1980 war das so. Und da im Grunde genommen, das war, würde ich mal sagen, aus meiner jetzigen Sicht, hat das ja nicht bewusst erlebt. Gar nicht so eine große Krise, wurde auch weggesteckt. Und wenn wir aber jetzt eine viel, viel größere Krise haben, das ist natürlich generell überhaupt für die Menschen, Arbeitsmärkte, Wirtschaft ein absolutes Dilemma. Aber wir kümmern uns ja um die mathematisch herleitbaren Verzerrungen. Die Verzerrungen sind so groß, dass der Vorteil eben da drin liegt, dass wir noch viel, viel günstiger vermutlich aufsammeln können. Wann das kommt, weiß ich nicht. Wir haben beschäftigen uns ja aktuell eigentlich nur mit dem Goldaktienanstieg und dem moderaten Anstieg von Gold und Silber und mit der verbundenen Goldaktienrallye. Das kann man absolut nicht timen. Das ist schwierig, aber ich denke mal, irgendwo in den nächsten, who knows, 1 bis 10 Jahren werden irgendwann diese Maximalwerte wohl vermutlich erreicht. Also das ist meiner Meinung nach nicht vorherzusagen. Fazit: Wir müssen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Man könnte das Ganze, das sind verschiedene Ereignisse, die vor uns stehen, und diese Ereignisse müssen wir in unserem Sinne meines Erachtens verketten. Das heißt, jetzt in einer Zeit, wo die Währung sich entwerten, wo es Probleme gibt, wo es einen Run in Gold und Silber oder Goldaktien gibt, müssen wir auf Goldaktien setzen, um mehr Gold und Silber zu kaufen, um in einer möglicherweise weiteren Schub, wenn Gold und Silber eben auf diese Maximalwerte hochgeht, so viel wie möglich davon zu haben. Und dann müssen wir das reinvestieren im klassischen Weg mit klassischen Aktienfonds, klassische Business, klassische Häuser. Und das ist damit gemeint. Also Sie nehmen $200, machen im Schnitt eine Ver-25-fachung jetzt im Goldaktienboom mit Goldaktien, reinvestieren das in zum Beispiel mehr Gold und Silber. Das erreicht irgendwann seine Maximalwerte, die wir ja berechnet haben oder die berechnet worden sollen. Und wenn diese Maximalwerte erreichen, versuchen Sie das zu reinvestieren. Top-Aktien, Aktienfonds, Businesshäuser, whatever. Und wenn man dann diese Zahlen zusammen multipliziert, das ist wie gesagt, ist eine theoretische, hypothetische Betrachtung. Das kann man sicherlich auch anders sehen und wie es kommt, ist schwierig. Würde man dann aus $200 langfristig 1 Million machen. Und das Elegante aus meiner Sicht daran, und das war meiner Meinung nach 1970er Jahren auch so, wenn Sie das schön streuen in verschiedene interessante Goldaktien, haben Sie die Chance, viele verschiedene von diesen Ereignisketten aussetzen. Das heißt, Sie können das ja auch noch mit anderen Aktien, anderen Anlagen, anderen Modifikationen spielen. Und je mehr Investmentketten Sie quasi aufsetzen, desto geringer wird das Risiko, dass Sie am Ende ohne Geld dastehen. Das bedeutet, also das Risiko wird massiv gesenkt. Weil selbstverständlich kann man nicht die Zukunft vorhersagen, aber man kann so viele verschiedene Ereignisse damit durchspielen, dass möglicherweise einige sogar volltreffen. Und einige so moderat dabei und Teil vielleicht funktioniert nicht. Aber dann hat man das gut gespielt, so würde ich mal sagen.
Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Gold- und Silberaktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, den Potenzialfaktor zu errechnen, also um wie vielfache steigt das, wenn wenn die Goldaktien ihren Maximalwert haben, also wenn Gold bei 2500 ist, so haben wir kalkuliert. Wie gesagt, es ist eine theoretische Vergleichsgröße, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie das unten im YouTube-Anhang. Ja, Einlage von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft. Also die kam zu jeder Zeit an Gold und Silber, auch in der Finanzkrise, sonst was, während bei den Edelmetallen lange Schlangen waren, weil die eben besonders gute Bezugsquellen haben. Sie sind meines Erachtens sehr günstig. Eine Überweisung schon ist um Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Will Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn das inhaltlich soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.